Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Goo und ich zeige euch jetzt, warum dieses Level 5-5. Los, so geht's! Oder warum das ist schon alleine wegen der Optik sieht das so geil aus. Das ist so genial gemacht. Schild, was willst du mir sagen? Sie scheinen der Pfeife zu folgen. Eines Tages, wenn sie eine DVD ihrer Abenteuer veröffentlichen, wird einer der Goobälle wahrscheinlich sagen, wir folgen deinem Klang, der klassisch ausgebildete Schildermaler. Ja, und hört mal. Das kommt her, meine Kleinen, denn wir müssen jetzt Gewicht verlagern. Nicht abbauen, verlagern. Jetzt hier wieder rüber. So, und daran. Rein mit euch. Los, 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 los. Das ist mal wieder hier ein Side-OCD, soweit ich weiß. Also, mal wieder nichts für mich. Zum dritten Mal hintereinander. So, los geht's. Los, macht, macht, macht. Okay, und jetzt gehen wir das Vulkanheimat an. Blasen steigen auf. Und jetzt haben wir einen hässlichen Goobal. Warum? Deswegen und deswegen, ja. Eindeutig, ne? Wir müssen jetzt diesen Goo hier oben in diese Maschine befördern und dann seht ihr was darauf. Aber ich muss erstmal die zig Millionen Schilder hier lesen. Jeder ist willkommen. Das müssen sie jedenfalls sagen. Aber wenn sie so aussieht, kommt sie nie rein. Es gibt eine andere Röhre nach oben, die ihr gefallen dürfte. Der Schildermaler. Punkt, Punkt, Punkt. Das Pfeifen nicht vergessen. Der Schildermaler. Eine sehr hübsche Blume. Was so passiert, wenn man näher kommt? Der Schildermaler. Ah, Mist. Bleib chillig, bleib chillig. Gut, coole Sache das. Könnt ihr auch nochmal wieder hochkommen? Dankeschön. Gut, 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 gut. Gut. Bleib chillig, bleib chillig, bleib chillig, bleib! Du sollst bleiben. Dann nochmal. So. Ach, Moment doch mal. Irgendwie nervt mich das Level. Ich weiß auch nicht warum, aber es nervt mich. Kann man vielleicht irgendwie nachvollziehen gerade. Aber das ist nicht das Schlimmste. Bei weitem nicht das Schlimmste. Ich sag euch, wenn mein Hasslevel kommt. Ja, ich habe ein Hasslevel in diesem schönen Spiel.
rückgängig. Okay. Zurück, zurück. Ach, die steht auf 7:30. Ist das geil. Hallo, wo ist mein freier Gu? Da ist mein freier Gu. Okay, da ist noch einer und den nutzen wir doch gleich mal. Oh, endlich. So, jetzt werden die hier zerkleinert und irgendwann mal hier runter irgendwas. So, erstmal hier klein machen. Okay, jetzt. Runter, ich möchte euch runterbekommen. Boah. So. Runter, los, schön runter. Dankeschön, ja. Komm natürlich mal wieder nur. Unsere Schönheitsguss rein. Oder hässlichen, however. Och, Menno. Aber was soll's? Shit happens! Nein, nee, du nicht. Das wäre jetzt hier nicht so toll. Los. Oh, wie die abgehen, Leute, wie die abgehen. Und wie die wieder abgehen. Wo habe ich lange für das Level gebraucht, was eigentlich recht einfach ist. Naja, was soll's. Shit happens, wie sie gerne sagen. Und jetzt machen wir die schöne und der elektrische Fanger. Wie kam sie dorthin? Oh, das Level. Oh, hört euch die Musik an, Leute. Hört euch die Musik an. Ba, ba. Wir müssen in der Nähe der Energiequelle sein. Aber was ist das? Kohle? Atom? Wind? Punkt, Punkt, Punkt. Goo? Wahrscheinlich etwas Eleganteres. Der Schildermaler. Ja, und hier haben wir noch eine Nachricht. Da steht, sei brav. Man sieht dich. Okay, wir müssen dort unten die Kugel hinbringen. Wir müssen also erstmal den Weg über die Schlucht hier verlängern. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Ein Ballon bitte. Danke. Schön. So. So. Ho, 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 ho. Na, wie weit? Na, nicht mehr weit. Weil sieht das nicht mehr sehr weit aus. Und hier könnte ich mal wieder den OCD kriegen. Das ist mal wieder ein Sammel-OCD. Nee, den nicht. Oh, ein Ballon. Thank you.
Okay, versuchen wir mal unser Glück. So, erstmal hier verankern und... Nee, du kommst mir nicht davon, mein Freund. So, mehr. Die Richtung hier. Kommt schon. So, jetzt aber, komm. Na komm, bitte. Tu es. Für mich. Ja. Ja. Guti. Super. Na, einer fällt immer weg, glaube ich. So ziemlich immer. Aber nein, Freund, das war noch nicht alles. Wir haben ja hier noch Goose. So, den. Und den. Haben wir hier noch welche rumflattern? Nee. Nehmen wir den mal. ...25, okay. Kann ich mitleben. Oh, ist das episch. Ah, die konnte ich doch halt einsam. Na egal, shit happens. Also ich hatte eindeutig zu wenig Schwarze eingesammelt. Egal, was soll's. Aber Leute, bevor wir den roten Teppich... Und das Level ist schon recht awesome, weil die Musik, die gibt's nur einmal im ganzen Spiel. Aber wie die sich anhört, seht ihr dann erst im nächsten Part. Hier bei Let's Play World of Goo. Ich bin euer SG. Bis dann, Leute.